Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo zu den reellen Funktionen. Das wird gleichzeitig das letzte Lernvideo zu dem Kapitel sein. Also starten wir gleich. Wir beschäftigen uns jetzt mit Zeit-Ort-Funktionen. Ein Beispiel dazu, das kann das am besten erklären. Ein Auto fährt eine Strecke. Der Ort, an welchem sich das Auto in Abhängigkeit von der Zeit t in Stunden befindet, wird in einem Diagramm dargestellt. Das heißt, da fährt das Auto so gemütlich dahin. Und man kann immer schauen, zum Beispiel nach 2 Stunden ist es 200 Kilometer gefahren oder das sagen wir am Ort 200. Okay? Das heißt, ich kann immer ablesen, wo sich das Auto, zu welchem Zeitpunkt sich das Auto wo befindet. Die erste Frage ist, wie lange dauert die Fahrt? Naja, da hört auf der Graph bei 350 Kilometer. Die Fahrt dauert 4 Stunden. Welcher Weg wird dabei zurückgelegt? Naja, können wir gleich schauen. 350 Kilometer. Wo befindet sich das Auto nach 2,5 Stunden? Schauen wir, da sind wir bei 250 Kilometer oder wie die schreiben wir beim Ort 250. Wann befindet sich das Auto beim Ort 300? Da schauen wir wieder da, 300. Da haben wir den Schnittpunkt mit der Achsen, mit dem Graphen. Und dann schauen wir, okay, 3 Stunden ist es da unterwegs gewesen. So ist es eigentlich nur ablesen. Ziemlich simpel. Das ist jetzt schon ein bisschen kniffliger. Vielleicht die Geschwindigkeitsfunktionen. In den beiden Funktionen vorher haben wir die Strecke gehabt. Jetzt stellen wir die Geschwindigkeit dar. Schauen wir uns zum Beispiel das Diagramm da an. Das Auto fährt dahin. Was heißt der gerade Strich da? Der gerade Strich da heißt, dass das Auto immer mit der gleichen Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt fährt. Also immer von mir aus mit 150 km/h oder so. Also ein bisschen schnell wurscht. Oder ja, egal. Jedenfalls, es fährt immer mit der gleichen Geschwindigkeit dahin. Das ist die Quintessenz, okay? Weil das ist ein gerader Strich und es fährt immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt nicht, dass es steht, da geht es wirklich um die Geschwindigkeit, okay? Wenn ich da jetzt die Strecke hätte und das wäre so ein gerader Strich, dann würde ich keinen Weg zurückbringen, dann würde ich wirklich stellen. Aber das heißt nur, dass sie mit einer gleichbleibenden, gleichmäßigen Geschwindigkeit fährt. Jetzt sowieso was. Das heißt, die Geschwindigkeit startet bei 0, nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu. Das heißt, es wird umso weiter ich vorangehe, ich beschleunige quasi. Gell? Umso weit mehr Zeit vergeht, umso schneller fahre ich. Das heißt, ich beschleunige. Und ganz wichtig, ich beschleunige gleichmäßig. Wenn ich so einen Bogen hätte, dann würde ich eben ungleichmäßig beschleunigen. Würde ich immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller beschleunigen und immer schneller und immer schneller fahren. Okay? Aber so beschleunige ich ganz langsam gleichmäßig. Oder langsam, ich beschleunige jedenfalls gleichmäßig. Gut. Die Fahrt von der T eines Autos wird wie folgt dargestellt. Das ist ein Diagramm und wir sehen jetzt Zeitpunkt 1, wo waren wir bei 100 Kilometer? Zeitpunkt 3, wo waren wir bei 300 Kilometer? Wir sollen uns jetzt die Frage stellen, wie weit fährt das Auto und wie lange braucht es? Am Ende 4 Stunden fahren, 400 Kilometer weit. Mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit fährt das Auto? Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie auf die Geschwindigkeit das Ganze umlegen. Naja, erinnert euch dran. Geschwindigkeit heißt ja nichts anderes als Kilometer pro Stunde. Das heißt, man gibt an, wie viele Kilometer man in einer Stunde fährt. Das heißt, ich schaue eine Stunde, 100 Kilometer. Das heißt, ich fahre mit 100 km/h. Dann, nach 150 Kilometer passiert das Auto eine Raststätte, 150 Kilometer. Wann war das? Da bin ich bei 150. Das war nach 1,5 Stunden. Wie weit muss das Auto nach 3 Stunden noch fahren? Geht es übrigens eigentlich um einen Geschäftsmann, aber das ist jetzt wurscht. 3 Stunden sind wir schon gefahren. Wie weit müssen wir noch fahren? 400 Kilometer haben wir insgesamt. 300 haben wir schon zurückgelegt, also noch 100 Kilometer. Eine Geschwindigkeit wird in 2 Minuten gleichmäßig von 60 km/h auf 0 km/h reduziert. Das heißt wieder gleichmäßig, so wie wir vorher beschleunigt haben. Haben wir jetzt halt einen geraden Strich, der nach unten schaut, weil es ja weniger Geschwindigkeit wird. Da ist das Diagramm, was wissen wir? 60 km/h starten wir. Und da hören wir auf. Das heißt, wir haben den Punkt und den Punkt quasi gegeben und brauchen den jetzt nur verbinden und haben dann unsere Funktion. Fertig. Ganz kurzes Beispiel. Und, ob da habe ich jetzt vergessen, das wächst dann egal. Die Ort-Zeit-Funktion eines bewegten Körpers, wieder Buchstaben vergessen, sieht wie folgt aus. Das ist sie. Das heißt, wir legen, umso weiter wir fahren, also umso länger es dauert, wir legen immer mehr und immer mehr Wegstrecke zurück und auch immer schneller, ne? Das merkt es daran, dass die Kurven da steiler wird. Und wir sollen uns jetzt überlegen, was passt. Schauen wir uns mal als Erste an. Da wird die Geschwindigkeit gleichbleibend sein. Das heißt, wir fahren immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Okay? Deshalb passt die Funktion nicht. Die wird da ja immer steiler.
Da müsste sie linear sein, die Funktion. Ne? So ist sie aber so eher wie eine quadratische Funktion, so eine Parabel halt. Ne? Das heißt, wir fahren immer schneller und immer schneller. Da nimmt die Geschwindigkeit ab, bis wir schließlich und endlich stehen bleiben. Das heißt, wir fangen dann ganz schnell an und werden dann immer langsamer. Passt auch nicht, weil da ist der Anstieg ja eher flach am Anfang und am Ende steil. Das heißt, das passt zu dem gar nicht dazu. Schauen wir uns mal das an. Da nimmt die Geschwindigkeit so gleichmäßig zu. Das heißt, wir werden immer schneller und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Boah, das schaut schon ganz gut aus. Schauen wir uns zur Sicherheit noch das an. Da wird man ganz schnell starten und dann immer langsamer werden. Naja, da müsste ich dann eher da so einen steilen Anstieg haben und dann am Schluss mehr abflachen. Ne? Das heißt, das passt auch nicht dazu. Das heißt, das, was wirklich passt, ist das zweite. Dann nehmen wir nicht den Textmarker, nehmen wir schön einen Stift, machen wir X-Ele, ups, kreuzen das an. Das heißt, das passt. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir hören uns dann im nächsten Video. Ah ja, eine Sache ist noch ganz wichtig. Dieses Mal ist die Hausübung nicht abzugeben, nicht, dass ich das nicht vergiss. Und ja, das nur im Buch zu machen und ich kriege die Lösungen dann zugeschickt. Jetzt hören wir uns aber wirklich im nächsten Video. Macht es gut, baba.